Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 6 mit mir, dem Captain. Und ich befinde mich im Sumpf der Verdammten. Und damit ich hier auch nie wieder hin zurückkehren muss, ne? Will ich hier dieses komische Podest-Dingens hinbringen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. In den Sumpf muss ich den Wolf platzieren. So. Und das habe ich ja schon freigeräumt gehabt. Ich muss es nur noch platzieren. So. Und damit sind dann halt tausende von Einzelquests, die ich hier immer Schritt für Schritt mache. Und nicht nacheinander. Ne? So, und da hier der ganze Sumpf wieder voll verseucht ist. Ach, ich glaube, ich mache mal die Eile. Wie lange hält denn die Eile? 1 Stunde 39. Zack, 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 zack. Ihr blöden Viecher. Wenn es nachher nämlich zu viele werden, dann kriege ich wieder Probleme. So wie an der Stelle, wo ich in diesen Ort rein bin. Ne? Ich glaube, die Punkte. Fällt mir aber auch ein, die Punkte, die ich ohnehin auf der Karte habe als die in eine Stadt führen, kann ich ja auch ruhig in Ruhe lassen, weil da habe ich ja das Stadtportal für. Da brauche ich ja kein Leuchtfeuer für benutzen, ne? Und Harpchen. Hält das noch? 1 Stunde 3 Minuten. Ah, hält lange. Gut. Kriegt man die ganzen schnell weg. Gut. So. Ups. Nein. Die haben wenigstens noch ein bisschen Geld hier, die Harpchen. Die komischen Geister haben ja wenigstens haben ja kein Geld dabei, ne? Hui, was haben wir hier? Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Okay, die brauchen wir nicht. Und eine Königslederrüstung. Ja, die können wir nochmal mitnehmen. Und hier haben wir ein Podest. Moment. Ah, er stellt automatisch die richtige Figur drauf. Sehr gut. Dann musste ich mir das gar nicht aufschreiben. Dann muss ich mir nur aufschreiben, dass ich den Sumpf jetzt schon habe. Zack. So, wo muss ich noch hin? Drachensand, da bin ich eh noch nicht. Sweetwater auch nicht. In die Schmugglerbucht, okay. Kriegsbeier, den Bär. Der Kriegsbeier ist da oben, ne? Genau. Nee, komm. Dann machen wir jetzt, da ich noch einmal hier hin muss. Also ich glaube, was habe ich noch aufgeschrieben, glaube ich? Im Juni. Ja, komme ich nicht so. So. So, im Juni. Zu viel Papier hier inzwischen. Echt zu viel Papier. Oh, jetzt werde ich von da hinten irgendwo ange. Da hinten, die da. Okay, ihr kommt hier nicht rüber. Aber wir können euch mal beschießen, während ich hier nachgucke. Ja, im Juni muss ich hier nochmal hin zu dem komischen Schrein. Und dann gibt es ja auch noch hier das,
Was gibt's noch hier? Wie haben wir es überhaupt? Oh, wir haben den 2. März. Das heißt, die muss wieder zurückporten. Dann gibt es hier ja auch noch diese nette Dame. Also. Also die hier. Ne? Die Zaubermeisterin. Chefkoch, gibt es hier inzwischen neue Leute? Ah, ne, die wechseln wahrscheinlich nur täglich, ne? So. Und jetzt können wir nämlich mal ein Leuchtfeuer. Also, wo brauchen wir kein Leuchtfeuer? Überall da, wo ich hinportieren kann mit dem Städteport. Und Städteport kann ich im Prinzip eigentlich überall hinportieren. Da kann ich hin, da kann ich hin. Nach Silvercove kann ich auch, nach Blackshire auch. Also, nur nach Burg Ironfirst nicht, ne? Dann nehme ich jetzt mal die Nebelinsel weg. Ja. So. Und jetzt noch die Frage, wenn ich da hinten jetzt nochmal in die Ecke gehe. Nee, hier nicht. Ein Hufeisen. Warum liegt denn das? Warum liegt denn die hier oben? Hey. Schick, schick. Wenn ich jetzt nochmal reingehe. Jetzt ist das Haus leer. Okay. So. Das ist natürlich nett. Und jetzt sind sie alle schwach. Du kannst verzaubern. Ach. Na komm, hopp. Was hat denn der hier drauf? Plus 10 Ausdauer, Rüstung und Trefferpunkte. Okay, das ist natürlich schon fett. Das kriegst du natürlich jetzt höchstwahrscheinlich nicht hin, ne? Giftresi nur. Okay. Wie geht's? Willst du etwas kaufen? Nee. Ich weiß nicht. Das ist ein Ring wieder. Ach Gott, will er nicht. Bis bald. Ja, so. Willst du etwas kaufen? Nee, wir verkaufen es wieder. Bis bald. Nur damit du nicht Erbsenzähler sagst, mache ich das. Ja, nur weil hier keine Horseshoe sind, so. Kannst jetzt wieder mal nirgendwo anders hin. Und deswegen Leuchtfeuer. Zurück nach Burg Ironfist. Weil wir haben März. So, und dann gehen wir erstmal in dem Tempel hier vorbei. So, haben wir hier vielleicht kriegen wir ja auch mal einen. Vielleicht kriegen wir ja auch mal einen Lehrer, ne? Leb wohl und viel Erfolg. Danke. Handel. Torfstecher. Spieler. Ja, das sind die gleichen, die wir eben hatten. Nee, das kann nicht sein. Wir haben einige Tage sind vergangen. Unterhändler. Moment, hier ist noch jemand. Expertenheiler. Wo bist du? Bist du runtergefallen? Du bist, glaube ich, echt runtergefallen, ne? Und die wird wahrscheinlich hier unten, wenn dann sein. Hier sind nämlich ganz viele Anhänger von Bar, brauchen wir nicht. Edel, Weber. Zaubermeister, okay. Heiler, Steinmetz, Bauer, Koch, Wassermeister. Tja. Ich
Hier drüben sind noch Leute. Pferdezüchter. Koch. Händler. Händler. Schlosser. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Hatte ich nicht irgendwo... Naja, gut. Ist wieder mal typisch, ne? Ja, jetzt musste ich meine beiden Leute wegtun, damit ich hier diesen Tempel machen kann. Und hab natürlich jetzt nicht mehr die entsprechenden zusätzlichen Prozente, ne? Dazu kommt, dass die... Dass wir schon den 2. März haben. In 18 Tagen ist. In 18 Tagen ist die Tag-Nacht-Gleiche. Es ist März. Charisma-Monat. Ja, das habe ich mir schon so gedacht, dass das Charisma ist. Weil das einzige ist, was fehlt. Ne? Das habe ich mir halt echt schon so gedacht, dass das Charisma fehlt. Und das ist in Silver Cove, ne? Hatten wir nicht noch einen Lehrer irgendwie in Whitecap gehabt? Freehaven nicht. Komm, gehen wir noch mal nach Whitecap hier. War hier nicht ein Lehrer, ein 15% Lehrer? Schön, dass du da bist. Da ist ein Zigeuner. Hallo, wie geht's? Ein Betrüger. Schön, dass du da bist. Ein Unterhändler. Hallo, wie geht's? Ein Bürger. Oh, da stand was. Schön, Eremit. In den Bergen in der Gegend hier leben einige seltsame Eremiten. Die meisten sind verrückt, aber einige gingen dorthin, um über Wahrheiten zu meditieren, die sterblichen Menschen nicht kennen sollten. Hallo, wie geht's? Der Prinz der Diebe, okay, das kennen wir schon. Zimmermann. Hallo, wie geht's? Lehrer. Nee, Experte Schattenmagie. Hallo, wie geht's? Brauchen wir nicht. Eine Leibeigene brauchen wir auch nicht. So. Spaßvogel. Schuster. Hallo, wie geht's? Das Wunder des Schwerezaubers. Dieser Zauberspruch ist mein Favorit. Dieser Spruch funktioniert am besten bei den größten und stärksten Monstern, indem er sie schwerer macht und wichtige innere Organe zerquetscht. Das halbiert ihre Lebensenergie und bei großen Monstern ist das schon sehr viel wert. Okay. Hallo, wie geht's? Okay, das weiß das Kind, das dort einer mit einer Keule ausbilden kann, ne? Es laufen mir ständig Steinmetze rüber, ne? Hallo, wie geht's? Ein Forscher. Geschlossen. Na, geschlossen, okay. Quartiermeister. Spurensucher. Und Zimmermann. Und wer bist du? Weber. Hellseher. Hallo, wie geht's? Knappe. Schön, dass du da bist.
Nee, hier ist auch keiner. Ich dachte, ich hätte hier auch einen Lehrer gesehen, aber wohl nicht, ne? Oder ist der da drüben vielleicht und ich habe ihn deswegen nicht gesehen? Was mache ich denn hier? Ich muss einen Lehrer finden, ne? Damit ich nochmal mehr Erfahrungspunkte kriege, ne? Kesselflicker. Da, Lehrer, Lisa. Schön, dass du da bist. Was bist du? 10%. Ja gut, das kennen wir schon, ne? Und du? Schmied. Hallo, wie geht's? Halt, schön, da ist Desmond Weller. So gut Lord Strongholds am Bogen auch ist, er unterrichtet keine Studenten. Um den Bogen zu meistern, musst du mit Desmond Rockefeller in Kriegsfeier reden. Okay, in Kriegsfeier. Schön, dass du da bist. Bogenmeister gibt's also in Kriegsfeier nur. Hallo, wie geht's? Hier ist also der Ausdauerschrein. Dann fliegen wir mal wieder hoch. So, damit wir hier jetzt mal leichter rüberkommen, werdet ihr jetzt einfach... Ach man, einfach ist auch gut. Komm, wir kämpfen in der Luft. Boah, mach diese scheiß Hexenhab hier weg. Oh, kommen noch mehr. Verdammt. Weg hier. Oh. Jetzt kommen die da hinten auch noch. Ja, jetzt sind wir. So. Hexenharpie. Treffen wir jetzt nichts mehr mit unseren Bögen. Die Harpie ist auch weg. So, die landen alle schön hier mitten im Hof, ne? So. Und ihr noch weg? Weil ich will jetzt hier diesen Pass freikriegen. Damit ich hier mal in aller Ruhe rüberfliegen kann, ne? Zwei hier. Komm, hopp. Ja, los, hopp. Weg. Und... Weg mit dir, alles klar, so. Jetzt fliegen wir erstmal zurück. Und gucken mal, dass wir, können wir behilflich sein? Uns hier ein bisschen heilen lassen können, hier, so. Wir spenden auch mal wieder was. Möge das Glück. Und jetzt fliegen wir wieder zurück. Achso. Können wir noch abspeichern. Einmal mitten im Flug abgespeichert, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. So. So, jetzt könnten wir natürlich mal schauen, war dort, ob dort nicht noch einer war. Ich meine, war hier noch eine Kiste irgendwo? Nee, ne? So. Hier in der Ortschaft kann ich jetzt zumindest wieder runter. So. Das ist ein Lehrling.
Oh, hallo. Schön, dass du da okay, bist. Ein Wassermeister. Hallo. Wie geht's? Ein Windmeister. Hallo. Wie geht's? Kartograf. Geschlossen. Ah, geschlossen, gut. Armeemeister. Hallo. Wie geht's? Wenn man auf der Suche nach einem Lehrer ist, dann findet man keinen, ne? So. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Das ist nur Meister der Lederrüstung. Hallo. Wie geht's? Es ist wichtig, mit Monstern zu kämpfen, die deiner Stärke entsprechen. Wenn du zu schwache Kreaturen angreifst, lernst du nichts. Und wenn du zu starke Kreaturen angreifst, läufst du Gefahr, getötet zu werden. Mhm. Ja, das ist mir schon klar, hallo. Ne? Schön, dass du da bist. Also ich... Auf jeden Fall, das magische Auge hast du auf jeden Fall nicht mehr. So. Das ist ein Hellseher. Da hinten stehen sogar zwei. Ein Schmied und ein Fassbinder. Okay. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Priester, okay. Händler. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Meister der Reparatur, das kenne ich auch schon. Geschlossen. Ja, okay. Naja, gut. Vielleicht läuft mir ja noch mal irgendwann mal ein entsprechender Lehrer über den Weg. Halt, wer ist da? Baron Anthony Stone, Hohepriester von Freehaven. Ja, wir wollen Priester werden. Exzellente Arbeit. Der Tempel wurde wieder aufgebaut und die Beleidigung der Götter wurde wieder gut gemacht. Ich bin erfreut über diesen Dienst, alle Kleriker zum Priester zu befördern. Und alle, die keine sind, ja, ehrenhalber. Hohepriester, es scheint mir etwas zu schnell zu gehen, wenn ich dich so kurz nach deiner Ernennung zum Priester schon zum Hohepriester befördern soll. Viele warten ihr ganzes Leben auf eine solche Beförderung und werden oft erst posthum damit geehrt. Aber wenn du mir einen ganz besonderen Dienst erweist, dann könnte das die Beförderung beschleunigen. Und ich habe auch schon einen solchen Dienst im Sinn. Die ketzerischen Mönche, die auf der Insel östlich von Freehaven leben, haben unseren heiligen Becher gestohlen. Nimm ihn den Mönchen wieder ab und bringe ihn mir in den Tempel, den du kürzlich wieder aufgebaut hast. Kehre danach zu mir zurück. Ich sehe, du hast den Becher zurückbekommen. Gut, aber du musst ihn noch in den Tempel bringen. Bring ihn sofort dorthin und kehre dann für deine Beförderung zurück zu mir. Okay. Alles klar. Kehre dann sofort dahin und bringe ihn. Also muss ich jetzt Stadtportal machen. Nach Freehaven in den Tempel gehen. Wie spät haben wir es überhaupt? Nur abends, das könnte gerade so noch klappen, ne? Gut. So, der Tempel ist ja hier hinten. Und ich sollte hier Ausschau halten, wirklich, ob hier nicht doch auch noch ein besserer Lehrer ist, ne? Schlosser. Da ist ein Lehrer. Hallo. Melodie. Wie geht's? 15%, da haben wir doch jemanden. Alles klar. Du bleibst hier stehen. So, wer ist schlecht? Du bist, glaube ich, schlecht. Du hast nur 10%, ne? Also, Bradley geht weg. Bradley entlassen. Schön, dass du da bist. Ja, und du kommst mit. Anheuern. So. 15%, 15%, damit haben wir doch wieder 30% alleine durch die beiden. Plus, was ich aus meiner Lehrerfertigkeit schaffe. So. Können wir behilflich sein? Ja, natürlich. Heilen. Heilen. Spenden. Möge das Glück mit dir und sein. Jetzt haben wir das Quest gemacht, ne? Jetzt kannst du Stadtportal wieder benutzen.
nach Whitecap und fliegst. Wie viel fliegen wir? Wie lange gilt Fliegen noch? Ah ja, noch 5 Stunden, komm. Und fliegst jetzt entsprechend rüber, um von Anthony Stone dich auch gleich in den Modus eines Hohepriesters befördern zu lassen. Aber bevor wir das machen, können wir nochmal hier kurz Zwischenlandung machen. Und die ganzen Viecher, die hier auf dem Boden liegen, einsammeln, ne? Da liegt noch eine hier neben irgendwo. Oder liegt die auf dem Dach? Ah, auf dem Dach, gut. Dann liegen hier noch einige. So, hier ist nämlich so eine kleine Spalte offensichtlich. Und ja, ab nach unten. Oh, man sieht hier überhaupt nichts. So. Und Mr. Stone? Halt! Wer ist da? Baron Anthony Stone, Hohepriester von Freehaven. Bitte uns zum Hohepriester machen. Du warst erfolgreich. Es sieht so aus, als müsste ich mein Versprechen halten und irreguläre, verfrühte Beförderungen durchführen. Aber ich mache das mit Freuden. Hiermit befördere ich alle Priester zu Hohepriestern. Obwohl deine Erhebung in den Stand des Hohepriesters ungebührlich schnell vonstatten ging, habe ich nie einen würdigeren Hohepriester gesehen. Ich bin sehr dankbar für alles, was du für Enrod und für mich getan hast. So, damit haben wir uns den Hohepriesterstatus auch erkauft. Moment. Erkauft nicht, erkämpft haben wir ihn. Und das führt mich noch dazu, warum ich den brauche. Ich muss nach Burg Ironfist zurück und ich glaube, hier war er. Oh, hallo. Meister der spirituellen Magie. Okay. Jawohl. Du bist bereits Meister dieses Fachs. Und damit werden jetzt Dinge wie Segen, glaube ich, auch noch länger. Jawohl. 3 Stunden hält er jetzt. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist wirklich gut. Und wenn man jetzt mal guckt, sie haben auch alle jetzt inzwischen recht ansehnliche Zauberpunkte und Trefferpunkte bekommen. Jetzt fehlt nur noch den Steve Austin, den Kavalleristen umzuwandeln und den Kampfmagier noch in einen Kriegsmagier umzuwandeln. Und dann ja, dann sollte das auch passen. Und dann haben wir hoffentlich unseren Ruf auch irgendwann mal auf 1000 und können versuchen, Meister der Lichtmagie zu werden. Ja, aber das dauert vielleicht noch ein bisschen, ne? So. Dann die nächste Sache, die ich angehen will. So. Heilen, spenden. Genau, spenden immer wichtig. Und jetzt kannst du nach Silvercove. Und in Silvercove. Rathaus hat zu, ne? Das Rathaus hat zu. Da ist der komische Turm. Ne? Da ist das Schlüsselloch. Alles klar, Schlüsselloch auch gefunden. War hier nicht auch eine Schattengilde irgendwo? Hier ist eine. Ist das die Schattengilde? Das ist die des Lichts. Ah ja, hier ist nur die des Lichts. Ach genau, hier ist die des Lichts und nebendran ist nur die des Schatten. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal hier, hier hin, ja. Halt! Wer ist da? Moment. Abspeichern. Ich will sicher gehen, dass das richtig ist jetzt. So. Ich habe 676. Halt! Wer ist da? Die Lady Loretta Pleise, Baronin der Geld. Und
Kanzlerin der Schatzkammer. Gut, Geld. Endlich! Ich dachte schon, du beendest den Job nie. Vielleicht bist du ja doch zu etwas zu gebrauchen. Du hast dir meine Unterstützung im Rat verdient und natürlich deine Bezahlung. Du bist dir überzeugt, dass die Bevölkerung unter meiner Preiserhöhung leidet? Sei es nicht. Ich tat alles aus gutem Grund. Ich musste Geld einnehmen, um Kornkammern für den Ernteüberschuss zu bauen, den wir in diesem Jahr erzielt haben. Die Preise für Schiffspassagen sind wieder gesunken und es gibt billiges und gutes Getreide. Ich bin also nicht wirklich böse, oder? Haha, so kann man sich rausreden, ne? Politiker halt, ne? Großdruiden, du musst zur Sonnenwende, zur Tag-Nacht-Gleiche. Okay, gut. Ja, weil wir dieses Geldquest gemacht haben, verlieren wir jetzt wieder den Rufkram da, ne? Super. Ich weiß nicht. Ah, den Ring, noch mal identifizieren. Oh, Glück 7, okay. Dann kann ich den Glück 5 Ring wegpacken. Kriegst einen Glück 7 Ring. Moment, alles ein Glück 5. Noch ein Glück 5, Stärke. So, jetzt haben wir das. Ja, ich muss das Quest ja sowieso machen, also, weil ich sonst beim Orakel halt nicht weiterkomme. Und da sind jede Menge Harpien. Ach nee, das sind Gargoyles, okay. Heldentum. Jawohl. Ja, geht nicht. Du musst verbrannt werden. Und du stirbst auch so, ne? Klasse. Haben wir noch die nächsten Gargoyles weggemacht, ne? Ist das auch eine blaue? Okay. Ich habe inzwischen genug blaue, ne? So. Ich muss mal gucken, ist das die Insel? Genau, da drüben ist die Insel für die Tag-Nacht-Gleiche. Die haben wir aber noch nicht. So, da oben ist aber auch noch ein... Da brauche ich noch nicht. Da oben ist aber noch was anderes. Hier. Oh ja, genau. So, stopp. Und nach unten. Und was haben wir hier? Auch Gargoyles. Okay. Ach, ein Diamanten-Gargoyle. Okay, komm. Komm, eine fliegende Faust. Zack. Kommt noch ein Meteorregen ab. Da hinten ist noch irgendwas zum Trinken, oder? Und der letzte... Okay. Aber hier ist noch was zum Trinken. Was macht das? Wow. Oh. Irrsinnig. Na gut. Das ist halt etwas nervig an diesem Spiel, ne? So, wie lange hält jetzt der Fliegen noch? Ach, 3 Stunden noch. Gut. Da drüben ist noch was. Ach, da ist noch ein
Ach, hier bin ich rumgeflogen, ja. Deswegen, ich dachte schon, das hast du doch erkundet gehabt. Warum bist du denn jetzt hier? Und die Monster sind noch da. Und zack. Ja, da wird sich dann noch jemand wundern hier mit den ganzen... So, das haben wir. Gut. Und jetzt geht's rüber auf die andere Insel, um zu dem Schrein zu kommen, der da hinten ist. Oh, stopp. Wow. Wir lassen ein wenig Sternregen fallen. Und noch mal ein bisschen Sternregen. Nochmal ein bisschen Sternregen. Gut. Und blub, haben wir das auch erledigt. Gut. Was machst du? Ein bisschen Wunden heilen auf dich selbst. So. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Meteorregen. Die nächsten, die umfallen. Erzdruide. Da hinten haben wir Großdruiden. Okay. Jawohl. Ah, da hinten sind schon wieder welche. So, kannst einmal schießen. Ja, oh Mensch. Jetzt wird es aber langsam lästig. Komm. Jawohl. Oh, jetzt hat er keine Zauberpunkte mehr. Wer ist denn das da hinten? Ein Erzdruide. Gut. Noch ein Erzdruide hier. Komm, hopp. So. Gut. Jetzt scheint das zumindest mal ein bisschen weg zu sein. Dann, ach ja, hier, die ganzen Mobs hier, ne? Dann können wir ja mal ein bisschen einsammeln gehen. So, bis der dann quasi wieder seine Zauberpunkte auffüllen kann, ne? Da hinten kommen sie schon wieder. Ich sehe es doch, ne? Da drüben, ne? Und noch einer. Jawohl. Gut.
Die nächsten Zaubertrupps sind weg. Nochmal eine Kraftheilung. Okay. Ihr haut jetzt aber gut rein, ne? So. Jawohl. So, Großdruide weg. Druide. Druide. Bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, ne? Die da drüben. Kaum noch mal Meteorregen. Zack. Ach, ausgerechnet der Erzdruide ist übrig geblieben. Und jetzt kommen sie noch von der Seite. Sind zumindest nur zwei. Ein Großdruide und ein Druide. Nochmal Wunden heilen. So. Jetzt aber endlich Schluss hier mit lustig. Boah. Nervig einfach nur. Das ganze komische Druiden. Auch immer nur alles Druidenfrauen hier. Also das ist total undruidisch, ne? So. Sammeln wir den ganzen Kram ein. Und dann haben wir da eine Kiste. Verstanden. Oh ja, immerhin. Aha. Oh ja, ein bisschen Geld. Aber einen primitiven Dolch. Und ein bisschen Nahrung. Verstanden. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Was finden wir hier? Eine schwere helle Bade. Oh. Einen kostbaren Ring. Kostbarer Ring der Giftabwehr. Den können wir mal zur Seite legen. Da hinten sind ja auch noch Viecher. Ich habe da hinten zumindest was flattern sehen. Ja, Steingargole, ne? Vielleicht kommen die ja auch gleich noch zu mir an. Ja, da kommen sie doch schon. Da kommen doch schon zwei an, ne? Ist ja klar, ne? So. Und der letzte. Ja, die können wir auch noch machen, die Steingargole, ne? Aber ich würde sagen, die machen wir im nächsten Teil. Wir sehen uns dann... Nächste Woche, in ein paar Tagen. Bis denn, sagt der Captain.